Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mal was ganz anderes, denn die Switch wurde geupdatet auf Version 10.00 am 14. April und neben ein paar Systemstabilitätsverbesserungen sind jetzt auch noch einige andere Funktionen dazu gekommen und auch Neuerungen und die möchte ich euch heute zeigen. Aber als allererstes, wie updatet man sein System? Man geht einfach in Systemeinstellungen, geht dann ganz nach unten auf Konsole und hier findet man dann dieses System-Update. Da klickt ihr einfach drauf und dann wird euch sagen, yo, du kannst updaten, mach das doch. Und das bestätigt ihr einfach. Ich glaube, die Konsole geht dann auch noch einmal kurz aus und dann habt ihr die Version 10.00. So, und was kann die Version 10.00 jetzt Tolles? Zum einen könnt ihr hier oben auf euer Profil gehen. Und wenn ihr dann nochmal unter Profil geht und dann hier auf euer Profilbild geht, also dieses Icon hier, dann könnt ihr sehen, dass es da jetzt 6 neue Icons gibt. Und zwar diese Animal Crossing Icons hier. Da haben wir den Tom Nook und seine kleinen, keine Ahnung, sind das seine Söhne oder Neffen? Das weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall Schlepp und Nepp. Melinda haben wir hier, wie sie glücklich in die Kamera winkt. Den Bodo heißt er, glaube ich. Den gar keiner mag von der Dodo Airline. Den Lomeus heißt er, glaube ich, im Deutschen. CJ im Englischen. Der ist auch mega süß, oder? Also dieses Icon finde ich wirklich ultra knuffig. Keine Ahnung. Und den Carlson. Beziehungsweise den Flick. Den haben sie auch gut eingefangen. Allein, dass er so ein... Ist das ein Nashornkäfer, den er da in der Hand hat? Sieht ein bisschen aus wie ein Nashornkäfer. Oder ein Einhornkäfer. Auf jeden Fall hat er so ein Horn vorne dran. Auch sehr cool. Und den CJ, der ist schon echt knuffig. Ja, also 6 neue Icons. Welchen findet ihr davon am besten? Könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Dann noch eine kleine Neuerung. Wenn ihr euch fragt, wo die Spielaktivitäten sind, die sind jetzt hier unten in den Nutzereinstellungen, also auch in eurem Profil. Und hier dann Einstellungen zu Spielaktivitäten, wo man halt einstellen kann, wer die Spielaktivitäten sehen soll. Ob jetzt nur Freunde oder alle Benutzer, beste Freunde, keiner. Also mir ist das relativ egal, wer das sieht. Und hier kann man auch seine Spielaktivitäten löschen. Ist jetzt einfach an der anderen Stelle, falls das irgendwen interessiert. Dann noch etwas, was sich viele Leute gewünscht haben, was mir davor gar nicht aufgefallen ist, dass es das überhaupt nicht gab. Man kann jetzt, wenn man nochmal in die Systemeinstellungen geht, unter Datenverwaltung, kann man jetzt tatsächlich die Daten zwischen Konsole und MicroSD-Card verschieben. Heißt also, wenn ich hier auf meiner Konsole irgendein Spiel drauf habe, lass mal gucken, ich habe tatsächlich ein paar Spiele da drauf, dann kann man die jetzt einfach auf die SD-Karte packen, sodass man dann wieder mehr Platz auf der Switch hat. Und die Switch ist ja dafür bekannt, dass sie jetzt nicht so viel Speicher hat. Naja, es geht jetzt auf jeden Fall von beiden Seiten aus. Also man kann sowohl von der Switch auf die SD-Karte als auch von der SD-Karte auf die Switch rüber transportieren, was sehr fresh ist. Dann noch eine kleine Neuerung, wenn ihr in die Neuigkeiten geht und da irgendeinen Kanal anguckt, zum Beispiel einfach den Highlight, dann, wenn man da jetzt ein bisschen runterscrollt, dann gab es ja hier vorher auch immer schon dieses Cool und Uncool, ob man das jetzt mochte oder nicht, diesen Artikel. Und ganz neu ist jetzt auch dieses Favoriten-Bannerchen, wo man einfach sich Artikel als Favoriten speichern kann, damit man sich die später nochmal angucken kann. Wo findet man die dann? In diesem Overhub hier von den Neuigkeiten. Könnt ihr einfach auf X klicken, dann kommt ihr in die Liste der Favoriten. Und dann würdet ihr sofort wieder zu der Neuigkeit kommen, die euch halt so interessiert. Ist praktisch, wenn halt viele Neuigkeiten kommen und man sich eine gerne nochmal angucken wollen würde oder für später speichern oder irgendwie sowas halt. Auf jeden Fall auch eine kleine praktische Neuigkeit. Und jetzt aber zu der krassesten Neuigkeit, Leute. Und zwar, da vielleicht vorher nochmal, geht nochmal in die Systemeinstellungen und dann unter Controller und Sensoren und klickt da mal auf Controller aktualisieren, weil das macht er meistens nicht automatisch. Denn meistens mit einem Switch-Update, genau, kommt auch noch ein Controller-Update, ist meistens gut, die neueste Version drauf zu haben. Also wenn davor irgendwas nicht ging, dann behebt dieses Update das häufiger mal. Ich hatte zum Beispiel diesen Floating-Effekt bei meinem linken Joy-Con irgendwann mal, also dass er immer nach links gelaufen ist, obwohl ich das gar nicht wollte. Und nach so einem System-Update ging es dann komischerweise wieder. Von daher das auf jeden Fall machen und das geht auch für den Pro-Controller. Da müsst ihr allerdings den Pro-Controller an der Switch dran haben, also per Kabel, das ja mitgeliefert wird eigentlich immer. Und hier dann auch einstellen, dass die Kabelverbindung ein ist. Und dann könnt ihr hier nochmal auf Controller aktualisieren gehen und dann sollte der für den Pro-Controller nämlich auch nochmal ein Update finden. Und ich würde euch das wirklich empfehlen, dass ihr das macht, weil die nächste Neuerung bezieht sich auf die Controller. Denn ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, man kann jetzt die Knopfbelegung ändern. Wie gut ist das denn? Sowohl für Joy-Con als auch für den Pro-Controller. Man kann jetzt einfach in dieses Menü reingehen, Knopfbelegung, und hier auf Ändern gehen. Weil das nervt doch mega viele Leute, oder? Alle anderen Konsolen, da ist der A-Button quasi da, wo bei der Switch der B-Button ist. Also beim Xbox-Controller ist A unten und B auf der rechten Seite und beim
PlayStation-Controller ja dasselbe, X ist unten, Kreis ist auch auf der rechten Seite, also genau andersrum, wie Nintendo das macht. Und jetzt kann man das hier endlich einstellen. Man kann also einfach hier zum Beispiel in A gehen und sagen, der A-Knopf soll jetzt der B-Knopf sein. Und dann geht man in den B-Knopf und sagt, der B-Knopf soll jetzt der A-Knopf sein. Und dann ist das genau so von der Griffreihenfolge her, wie bei den anderen Konsolen. Mega gut. Und das geht halt auch wirklich für alle möglichen Knöpfe hier. Also für alle Knöpfe, die es gibt, ich glaube, außer den Home-Button. Genau, der Home-Button bleibt immer derselbe. Genau, man kann zum Beispiel auch sagen, hier in Control-Stick-Einstellungen, dass dann der linke Stick zum Beispiel der rechte Stick sein soll. Falls man lieber mit der rechten Hand spielt, keine Ahnung. Vielleicht für Linkshänder ganz interessant, dass das quasi alles invertiert ist. Ja, aber das ist auf jeden Fall mega gut. Also das gefällt mir richtig toll. Und dann kann man hier fertig klicken. Knopfbelege wurde geändert. Ist okay. So, jetzt muss ich natürlich umdenken. Jetzt ist mein A natürlich auf B. Die kann man natürlich zurücksetzen, wenn man hier jetzt irgendeinen vollkommen Schwachsinn erzählt hat. Ach, guck mal, sie zeigen das sogar oben an, was man verändert hat. Mega gut. Und auch eine gute Neuigkeit, man kann sich dieses Layout jetzt speichern als Voreinstellung. Da hat man bis zu 5 Plätze frei und dann kannst du das irgendwo drauf speichern und natürlich auch wieder laden. Das ist zum Beispiel für Leute interessant, die halt mehrere Spiele spielen und für jedes Spiel eine andere Tastenbelegung haben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel bei Rocket League eine andere Tastenbelegung haben will, als jetzt zum Beispiel bei Splatoon oder Mario Kart oder vielleicht auch Mario Maker. Deswegen, das auf jeden Fall auch eine sehr gute Neuerung. Ich verstehe mal wieder. Ups, da habe ich natürlich jetzt A gedrückt statt B. Ich muss das ganz schnell wieder zurücksetzen hier, sonst komme ich gar nicht mehr klar. B drücken, um A zu drücken. Ah! Aber für Leute, die halt nicht auf ihren Controller gucken und vielleicht viel Xbox oder so spielen, ist das eine sehr gute Neuerung. Und geht, wie gesagt, auch für die Joy-Cons. Ja, aber das war für mich auf jeden Fall die krasseste Neuerung, dass die das reingepackt haben. Mega gut. Ja, ansonsten gab es, glaube ich, nicht viel. Halt irgendwie Systemstabilität, damit das alles besser läuft und nicht so oft abkackt. Ja, das wär's. Dann hoffe ich, das hat euch ein bisschen Einblick gegeben in dieses Update. Ich habe noch nie so ein Update-Video gemacht, deswegen bin ich mal gespannt, wie das am Ende ankommt und auch wie das Video am Ende wird. Aber ich hoffe, ihr habt das mitgenommen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.